Hallo zusammen und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Was macht ihr so in eurer Freizeit? Die einen fahren gern Rad, andere gehen gern wandern oder bleiben zu Hause oder gehen gern shoppen. Wiederum andere gehen fotografieren und filmen. Früher ist man auf alle Fälle gerne in die Schwimmhalle gegangen. Schwimmhalle war damals noch so ein bisschen Luxus. Heute ist man davon ein bisschen, ja, fast schon übersättigt. Wer hier aus Leipzig kommt, kennt wahrscheinlich das Riff, das Maia Mare, die Sachsentherme oder vielleicht sogar das Tropical Island. Doch das kannte man früher alles noch nicht. Früher war Schwimmen wirklich Schwimmen. Und wie es damals in so einer Schwimmhalle wirklich aussah und was davon heute noch übrig geblieben ist, schauen wir uns heute mal gemeinsam an. Also bis gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und heute schauen wir uns mal die ehemalige Schwimmhalle Südwest an. Schon lange stand diese Schwimmhalle, die vermutlich Ende der 60er oder Anfang der 70er Jahre gebaut wurde, auf unserer Liste und schlussendlich sollte hier der dritte Versuch dann auch endlich klappen. Bewaffnet mit einer Leiter und besonders starkem Licht hatten wir schlechtes Wetter im Gepäck und konnten dennoch hier in Ruhe uns das Ganze mal anschauen und ja, das ist unser Ergebnis. In Leipzig waren zu DDR-Zeiten diese Schwimmhallen häufig anzutreffen und auch ich lernte in so einer Schwimmhalle noch das Schwimmen. Leider sind die meisten dieser Hallen bereits wegen mangelhafter Besucherzahlen und vor allem wegen dem demografischen Wandel, Baufälligkeiten mit Ende der 90er Jahre geschlossen worden und weggerissen worden schlussendlich. Eine dieser wenigen Hallen steht allerdings heute noch. Es gibt sogar wenige, die sind sogar noch in Betrieb. Diese hier steht allerdings nach wie vor leer. Zum Zustand, ihr seht es ja selbst. Vieles ist im Eingangsbereich und im Umkleidebereich zerstört. Alles wollte man kaputt hauen, wenn man es nicht schon getan hat. Es ist ein Graus gewesen. Also war echt nicht schön anzusehen. Allerdings gab es im Inneren doch noch ein bisschen zu sehen, was an diese Zeit erinnerte, als man hier noch gerne als Badegast zu Gast war. Neben einer kleinen Sauna und einem Whirlpool gab es natürlich auch hygienebedingt Duschen für Frauen und Männer, aber dann war auch schon Schluss mit dem Luxus. Wirklich viel Platz zum Entspannen, wie wir das heute kennen, war nicht vorhanden. Zumal die Hallen wirklich nur zum Schwimmen ausgelegt waren. Richtiger Badespaß zum Rutschen und mit Strudel und so weiter, wie wir das heute kennen, gab es damals nicht. Aus diesem Grund wurden diese Räumlichkeiten mehr durch Vereine, Schulen und AGs genutzt. Hier konnte man also in einem Schwimmverein beitreten und gerne mal in der Woche zwei, dreimal sich hier treffen, um dann gemeinsam für Wettkämpfe zu üben. Ein großes steinernes Relief im Badebereich erinnert zusammen mit den beiden großen Figuren vor dem Gebäude an Badeästhetik und vermittelt auch so ein bisschen einen Hauch von Kunst. Von den technischen Anlagen, die sich etwas unterhalb der Schwimmhalle befanden, ist einiges noch vorhanden und wirkt sogar noch ein bisschen unberührt. Die alten Wasserarmaturen, Filter- und Kloranlagen sahen betriebsbereit aus, Umkleiden und der Badebereich war, wie bereits beschrieben, sehr zerstört, beschmiert, mit Unrat befüllt. Wir fanden im Inneren auch eine große Tafel, wo man noch sehen konnte, wie die Schwimmhalle früher in Betriebszeiten offen hatte. Und vielleicht erinnert sich ja noch der eine oder andere an die Zeit, wo man hier noch in Ruhe schwimmen gehen konnte. Wenn ja, dann lasst das doch bitte mal in euren Kommentaren da. Wie waren eure Erfahrungen mit dieser Halle? Ich verabschiede mich jetzt noch mit ein, zwei Bildern. Schaut doch mal auf unseren Kanal, dort findet ihr viele weitere interessante Videos. Bis dahin, macht's gut und ciao.